Hallo, willkommen hier zurück zu Rust. Nein, Daisy. So, ja, wir machen weiter. Aber in-game Sound. Ja, sowas von. Sowas von. Ja. So, mal gucken, wie es jetzt läuft. Nicht so in der letzten Folge. Mit Mausproblem. Wir sind hier noch im Krankenhaus. Und ich weiß gar nicht, wo ich bin, ob es Elektro ist. Es könnte Elektro sein. IV-Set haben wir schon. Okay, hier haben wir nichts, ne? Und es ist noch ein bisschen, ne, angenehmer, nicht mehr so düster. Gucken auch gleich mal, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall Landesinnere, ne? Landesinnere. Was war da? Was war da? Ach, die Gasmaske. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Gasmaske. Wir gucken mal. Also, ich wollte schon sagen, geht es nicht. Ist hier nichts oder bin ich blind? Sehen wir eventuell einen Brunnen? Das ist ein Zombie. Eventuell sieht uns auch ein anderer Spieler und dann werden wir abgeschossen. So, da ganz viele Autos. Brunnen müsste eigentlich hier vorne sein. Eigentlich hätte ich gedacht, dass da hinten ein Brunnen ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier muss ein Brunnen sein. Da oben. Ich will mal gucken. Ne? Nicht, dass da eine Waffe liegt oder so. Gucken wir hier nebenan noch mal. Ich habe gerade gedacht, da liegt was. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich hier irgendwas vergesse. Handschuhe. Polizeistation können wir noch mal gucken. Das war IV, ne? Blutgruppenschnelltest. Nehmen wir mal erstmal mit. Oh, eigentlich gar nicht, aber. So, wo geht's denn hier raus? Ist ja nichts drin. Nein, das haben wir doch schon. Autos sind eigentlich immer gut für Essen, ne? Ist auch IV. Dingsbums. Autos, 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 Autos. Nichts zu essen hier, nichts zu essen. Ich brauche noch ein bisschen Essen. Dann können wir nämlich weiterlaufen ins Landesinnere. So, wunderbare Erdbeermarmelade. Sehr schön, freue ich mich. Was sind das? Entfernungsmesser? Anscheinend Entfernungsmesser. Messer. Messer brauchen wir nicht, ne? Ich habe auch keinen Nerv, jedes einzelne Haus zu looten. Ist da vorne ein Brunnen? Warte mal, wir haben Draht, Metalldraht. Kann doch irgendwas craften. Kann ich auch was herstellen jetzt mit Metalldraht? Nee, Stacheldraht bräuchten wir. Können wir nicht den Stacheldraht, wenn wir den haben, um Baseballschläger umwickeln und den verbessern? Interessant zu wissen. Hier müsste doch irgendwo ein Brunnen sein, oder? Ganz ehrlich, hier sind mir zu viele Zombies.
Achso, da haben wir eine Wache, da können wir auch noch mal rein. Okay, gucken wir hier noch mal. Ganz in Ruhe. Taktischer Gürtel, Patrouillenjacke. Also, das ist ja doch so eine Wachstation, ne? So, Polizeihose. Munition drin, Taschenlampe lassen wir mal. Wo ist da Batterie drin? Nein. Das habe ich die doch mitgenommen, oder? Ne, glaub nicht. Wir sind bestimmt schon an einem Brunnen vorbeigelaufen. So, er friert ja. Und es ist kalt. Hier ist Teddy. Nichts drin. Teddybär. Ich glaube, die sind ja alle pink. Regenmantel. Das ist ein Bärenbaum hier. Jo! Habe ich ja richtig geguckt. Und noch eine Birne. Haben wir noch eine trockene Birne hier? Ne. Okay, die Frage ist jetzt, wo wir hinlaufen. Regenmantel. Ich würde sagen, wir laufen da hoch. Ich habe so ein Gefühl, dass es da oben ins Landesinnere geht. Ich habe bis jetzt noch keinen Brunnen gesehen. Das ist doch ein Messer. Ah, oh, jetzt aber. Schaka, nehmen wir mal mit. Birnenbaum, nee, ne? Apfel. Kein Apfel. Hat der dann besser einen Rucksack? Ja. Aber natürlich einen pinkfarbenen. Aber das ist besser. Wir können den YouTuber verbo... Nee, komm, aber passt zur Hose. Ganz ehrlich, komm. Egal. Soll ich die Taschenlampe doch mitgenommen? Hallo, wollte ich doch gar nicht. Achso, wegen dem Helm. Zack. Zack. Alles voller Zombies hier, ne?
möchte eigentlich gar nicht jedes Haus durchsuchen. Weil der Loot wird hier so bombastisch. Bomberjacke, die ist natürlich auch sehr gut. Gut isoliert, ist 30. Ja. Kommt die Waffe überhaupt her? Brauchen wir nur eins. Dame, was haben Sie denn da? Demoliert, eine Zucchini demoliert, verdorben. Ja, Halleluja. So, jetzt müssen wir halt gucken, wo wir lang wollen. Einfach nach oben rechts weglaufen, würde ich sagen. Ein Huhn. Beresino ist das noch, ne? Ich glaube, das ist Beresino. Oh. Geht das eigentlich mit dem Dings? Nee, ne? So. Den Schraubenzieher, das Huhn. Warte mal, wir können das Huhn ja auch mitnehmen, ne? Häuten und vierteln. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Verlust. Aber zumindest was zu essen. So ein bisschen jedenfalls. Ich mag eher auch die kleinen Dörfer als wie. Nee, nee, komm. Wir hauen mal ab. Ich glaube, in diese Richtung zu laufen ist sehr gut. Schild. Also ich kann zwar kein Japanisch, aber meiner stand Beresino drauf. So, ich bin natürlich auch ein bisschen so überladen. Man sieht es ja unten links, einen kleinen Balken. Ausdauer ist nicht mehr so voll. Normalerweise können wir auch mal aus der Dachhammer wegschnattern hier, ne? Also mal essen, ne? So, eigentlich alles, was da ist. Können eigentlich auch dabei gehen. Warum nicht stehen bleiben? Müssen wir laufen. So, gönn dir noch die Marmelade hier.
So, voll gefuttert, ist in Ordnung. Oh, der blaue Weg, alles klar, der blaue Weg. Oh. Jetzt ist ne, jetzt nicht. Nee, da oben, glaube ich. Folgen wir mal dem blauen Weg. Vielleicht können wir hier oben gleich mal ein bisschen luschern und ein Camp entdecken, Lager. Sag ich schon, dass man die Blaze absägen kann? Und Revolver kann man auch absägen. Auch interessant zu wissen. Nicht zu wissen, für euch natürlich zu wissen, wer es noch nicht weiß oder auszuprobieren. Blauer Weg und hier ist eine Hütte. Könnte ja auf die externe Karte gucken, ne? Ja, ein Fernglas eigentlich. Nee. Jetzt ist, wo das Camp ist. Oder die Burg. Es ist keine Lust, auf die externe Karte zu gucken. Hab die auch gar nicht auf, muss ich raus tappen. Hey, da unten läuft ein Spieler. Den holen wir uns jetzt, oder? Sollen wir so böse sein? Nee, ne? Wir haben nur Slugs drin. Ich habe ihn halt nur verloren, ne? Der Seekrank, komm. Das hat er uns gesehen. Oh! I'm friendly, bro. I'm friendly. Don't shoot me. Don't shoot me. Hello, it's okay. Thank you, man. Have you anything to food? I'm hungry, bro. Nee. Nee, sorry. I have nothing, sorry. Bist du Deutscher? German, ne? I'm Deutsch. German, bro. Ja, hört man, ne? Mein Englisch ist für ein Popo, ne? Ja, hört man, hört man. Hast du wirklich nichts zu essen? Ich hab. Mein Dings ist voll rot, ich sterbe, ne? Mein Lebensabzeichen.
Oh, leider nur rohes Hähnchen. Da müssen wir ein Feuer machen und ja, ich weiß nicht, ob das noch reicht. Roh hätte ich zwei Hähnchen. War schon hier im Treibhaus drin, Gewächshaus. Ja, da ist nichts. Na egal, ich schaue mich morgen. Trotzdem, danke dir. Okay, bitte. Jo, es kann aber sein, dass hier noch Loot ist oder ich war noch nicht hier in der Stadt. Alles klar. Mach's gut, viel Spaß. Jo, gleich mal. Tschüss. Ah, ja, so freundlich. Hat man schlecht gehört, ne? Warte, warte, warte. Ist er noch da? War nicht gerade hier? Wo komme ich denn hier nicht rüber? Wir gucken gleich mal, wo er geblieben ist. Mein Englisch ist so schlecht. Hier gerade gefunden. Moment, Moment, hier ist ein Apfel. Oh, danke dir, danke dir. Ja, bitteschön. Guten Hunger. Muss mal gucken. Danke, Draußen. Ehrenmann, danke Muss dir. immer gucken. Also, wenn man nicht weiß, wenn ja auch wenn die Stadt kein Essen hat oder so, bei die Bäume mal gucken. Also, manchmal sind ja Beerenbäume oder Apfelbäume in der Nähe. Da findet man manchmal so, ne? Ein bisschen was. Alles klar, mach ich. Danke dir, tschüss. Jo. Tschö. Ciao. Mit der Endgame-Reden-Taste, ja, das ist so blöd, weil das Caps Lock ist. Muss das mal irgendwie umlegen, ey. So, was sagt die Uhr überhaupt? 23 Minuten, machen wir noch ein bisschen. Weiß gar nicht, wo der Brunnen ist. Der hat, glaube ich, gerade eine Mosel, kann das sein? Ich hätte jetzt fies sein können, ihn umkloppen, ja. Aber nein. Weil den Apfel hätte ich auch selber gebraucht. Oh, hätte ich mir etwas gebrochen, ja, dann wäre es vorbei gewesen. Ich wollte ja auch eigentlich gucken wegen Brunnen. Und was ist das für ein Ort? Grüner, hier ist der grüne Weg. Was steht denn da drauf? Noria, oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir laufen rechts. Oh, da habe ich Shots gehört. Wir müssen ja eigentlich mal wegen dem Brunnen gucken. Wir kloppen jetzt mal die Zombies. Shots. Und ich habe dreifache Blutung. So, das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, ne? Da kommen die Shots her. So. Ich glaube, da ballert einer auf Zombies. Guck mal, wir haben ein Seil. Das können wir mal mitnehmen. Was hat der dabei? Gar nichts.
das? Treff doch hier, warum triffst du nichts? Fallen die Zombies denn heute so schlecht um? So, hier muss irgendwo ein Brunnen sein jetzt. Können wir nicht draus trinken? Nein. Jeans, Hotpants. Ja, klar, ich ziehe Hotpants an. Downjacke, jetzt Munition drin. Hier ist auch noch ein Magazin drin. Ah, da ist ein Brunnen. So, trinken, halten. Oh, nochmal die Fäustüffeln hier, ne? Machen wir 30-Minuten-Folge hier, machen wir ein bisschen länger. So, ich schlürf mal weiter. Wir haben eine Flasche, ne? Ich Pfosten, ne? Wir haben doch eine Flasche. Was ist das denn? Rauchgranate. Hier ist eine von den neuen, ne? Munition für Granatwerfer. Setzt beim Einschlag dichten farbigen Rauch frei. So, ich habe hier so viel Zeugs. Also stell dich mal hin. Wir werden sowieso gleich abgeschossen. Halten, nach unten, Flasche leeren. So. Auffüllen, halten. So. Trinken, halten. Gleich kommt derselbige und hat jetzt gleich Munition und bringt uns um. Musst du mit rechnen, ne? Stay Z. So, Flasche auffüllen, halten. So, packen wir die Flasche wieder weg. Mein Inventar ist so wunderbar aufgeräumt. Hier ist ein Apfelbaum. Oh! Siehst du? Lohnt sich wieder. Noch ein Apfel zufällig? Nee. Ist auch nichts in der Umgebung. Da! Nimm's mit. Erstmal mitnehmen. Ist kein Apfel, ne? Nee. Okay, die Frage ist, wohin? Flacke, da können wir Dings draus. Kräft Bandagen. Ich glaube, hier ist schon lootet hier. Anglerhut sieht natürlich schöner aus, aber. Ich glaube, wir hauen mal ab, ne? Ist nur die Frage, ich habe keine Ahnung, wohin. Erstmal weg ins nächste Dörfchen, oder?
Ich glaube Richtung Norden. Ist das Norden? Nee. Ich würde sagen, wir loggen uns erstmal aus. Weil für heute ist erstmal Feierabend, Leute. Danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Wir sind über 30 Minuten. Beim nächsten Mal gucke ich eventuell hier mit der externen Map, welcher Ort das ist. Und dann können wir uns orientieren, wo wir langlaufen. Weil wir müssen ja auch mal den Weg Richtung Military einschlagen. Dass wir auch mal in Sachen rankommen. Guck mal hier, die Flagge. So, die können wir direkt? Nein. Können wir die mit einem Schraubenzieher und den Dings draus machen? Armband herstellen. Wir können Armband herstellen. Stofffetzen herstellen. Machen wir Stofffetzen. So, dann haben wir noch ein paar Stofffetzen mehr. Brauchen wir gar nicht. 6 Stück bekommen wir. Könnten noch ein Seil. Mit 2x Seil. Wir haben ja ein Seil. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel brauchen. Zerleg nochmal das Huhn hier. Dann können wir mal ein Feuer machen. Schön grillen. Und das schöne Hähnchenfleisch. Wir zehren. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, bevor die Folge allzu lang wird, ich will beim nächsten Mal mich einloggen, vielleicht vorher sortieren oder mit euch in der Aufnahme sortieren. Auf jeden Fall, das war's erstmal. Das geht in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Und das andere erspare ich euch jetzt mal, weil die Folge ist schon richtig lang mit 33 Minuten. Also, bleibt gesund, bis dann. Tschüss.